zwei Bremspedale, fast identisch und doch nicht. Eines aus Stahl, das andere aus Kunststoff. Mit Kunststoffen kann man Leichtbau machen und nur damit gelingt es uns, die CO2-Emissionen zu reduzieren, die wir ja müssen, wo wir ganz klare Vorgaben haben. Das Schwarzberger Unternehmen Engel hat das weltweit erste Bremspedal aus Kunststoff mitentwickelt. Der Betrieb produziert Spritzgussmaschinen, also Anlagen, die Kunststoff in die richtige Form bringen. Unsere Maschinen produzieren im Prinzip alles das, was wir heute tagtäglich in die Hand nehmen. Es beginnt bei Zahnbürsten bis hin zu den großen Mülltonnen, die wir von Straßenrändern auf Gemeindeplätzen kennen. Eine Spritzgießmaschine funktioniert im Prinzip sehr ähnlich wie so eine klassische Osterhasen-Kuchenbackform. Ja, Sie haben eine Form, die drücken Sie zusammen, dann gibt es da einen Teig, der wird hineingeschoben und durch das Zusammenhalten wird die Form gegeben. Und nicht viel anders kann man sich eine Spritzgießmaschine vorstellen. Wir haben auf der einen Seite eine Schließseite, die die Form zusammenhält und auf der anderen Seite eine sogenannte Spritzseite, wo das Rohmaterial aufbereitet wird, verflüssigt wird, plastifiziert wird und dann mit hohem Druck in die Form eingespritzt wird und dort erkaltet, dann geht die Form auf und das Teil kommt raus. Autoteilehersteller, Medizinunternehmen, Verpackungserzeuger. Weltweit arbeiten Betriebe mit Engel-Maschinen. Engel gehört zu den Marktführern bei Spritzgussmaschinen, auch weil der Kunststoffboom weltweit nicht nachlässt. Die Welt, so wie wir sie heute kennen, ist ohne Kunststoff nicht mehr denkbar. Man muss sich das einfach nur vorstellen, ein Stoßfänger beim Auto aus Aluminium wäre wesentlich schwerer, er würde wahrscheinlich auch beim Aufprall wesentlich weniger nachgeben, hat einfach andere Eigenschaften und der Kunststoff hat hier Eigenschaften, die seinesgleichen sucht. Weshalb aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. 26 Millionen Tonnen Plastikmüll produzieren die Europäer jährlich. Nur ein Drittel wird wiederverwertet. Auch die Kunststoffindustrie arbeitet daran, die Quote zu erhöhen. Engel etwa mit Maschinen, die auf recycelten Kunststoff spezialisiert sind. Wenn Sie sich diesen Querschnitt des Bauteiles ansehen, dann sehen Sie weiß, das ist das recycelte Material, das wir hier verarbeiten. Außen hochglänzend. Nur ein kleiner Anteil, den wir an Neuware brauchen. 7000 Menschen arbeiten weltweit für Engel. Allein 2100 in Schwertberg. Auch Anna Spiegel. Sie macht eine Lehre zur Mechatronikerin. Ich war schon immer an Technik interessiert und ich wollte noch nie in einem Büro sitzen oder so. Und ich wollte immer was machen mit meinen Händen. Am Firmengelände auch eine Krabbelstube. In Zeiten, wie wir heute uns befinden, ist natürlich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein wesentlicher Bestandteil, um diesen Zusammenhalt zu fördern. Zudem gibt es bei Engel regelmäßig Weiterbildungen. Der österreichische Markt reicht für einen Maschinenbauer übrigens schon längst nicht mehr. Die Exportquote liegt bei über 95%, quer über die Erdkugel.